الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, Alhamdulillah, wir haben hier heute einen von den vielen Glücklichen in Deutschland, Alhamdulillah, die zum Islam übergetreten sind, die die richtige Entscheidung getroffen haben für diesseits und jenseits. Möge Allah ihn festigen, möge Allah ihn ins Paradies führen. Es ist der Bruder Dawud. Bruder Dawud, du stellst dich am besten mal kurz vor, wie alt du bist, wie alt du bist und seit wann du Muslim bist. Und wie ist das erstmal? Genau. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mein Name ist Dawud. Ich hieß auch früher schon David, auf Arabisch Dawud, wie der Nabi Dawud a.s. Ich bin 21 Jahre alt. Alhamdulillah. 22. Alhamdulillah. Wir Muslime ziehen die Jahre rückwärts. Zeit ist sowas ganz Kostbares, dass man lieber nicht. Spielt sowieso keine Rolle. Alhamdulillah. Ich besuche die Universität Bochum und studiere Orientalistik und Sozialwissenschaften, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Ich wurde Alhamdulillah. Mir wurde Alhamdulillah die Gnade und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala vor circa 4 Jahren zuteile. Alhamdulillah. Ich bin gebürtig in Polen geboren worden. Subhanallah, immer wenn die Polen Muslime, ey. Gibt's ja gar nicht. Allahu Akbar, ehrlich. Subhanallah. Polen und Italiener, die werden mehr Muslime als Deutsche, subhanallah. Aber erzähl weiter. Ich das liegt daran, dass. Also meine private Sicht liegt daran, dass die Polen, die haben mehr noch Bezug zu der Religion. Ja. Zu der Religion und sie leben mit dem mit und sie leben mit Gott alltäglicher als manch anderer. Wenn man in Polen noch die Bibel auf dem Tisch hat, hat man die zum Beispiel hier in Deutschland nicht mal im Regal. Ja. Und deswegen, ich war auch früher schon gläubig. Nur leider leben wir in einer Spaßgesellschaft und ich bin alle Wege gegangen, außer den richtigen. Aber ich wusste schon vorher, irgendeiner beobachtet mich. Irgendeiner, auch wenn ich alleine bin, einer zeigt irgendwie auf mich und sagt, das ist dein Leben? Subhanallah. Und Alhamdulillah, ich hatte auch schon muslimische Freunde, aber leider keine Vorbilder. Kommt drauf an, in was? Vorbilder im Islam. Nicht im Islam. Nicht im Islam. Aber Alhamdulillah, ich habe viel gebetet, um Allah subhanahu wa ta'ala den richtigen Weg mir zu zeigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im ungefähren Sinn im Koran, derjenige von meinen Dienern, der den richtigen Weg möchte und mich darum bittet, ich werde meinen Diener nicht im Stich lassen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sieht man das Ergebnis, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und ich habe auch einen Freund, er hat auch darum gebetet und hat mich, ich habe ihn seit anderthalb Jahren nicht gesehen und wir sehen uns in der Küche seit anderthalb Jahren und er kommt genau in den Zeitpunkt, wo wir über Islam reden. Und Alhamdulillah, heute ist er mein Bruder im Islam. Alhamdulillah. Ist er auch hier oder wie? Naam. Naam, da. Subhanallah. Ich habe nur eine Frage an dich, Bruder. Jetzt, ich meine, für dich wäre jetzt naheliegend gewesen, jetzt bei, du hast ja gesagt, dass du auch Gott um Rechtsstellung gebeten hast, so bist du zum Islam gekommen, ja. Jetzt, wie ist jetzt genau der Weg gewesen, sage ich mal? Okay, du hast dich dann bestimmt ja auch mit Christentum beschäftigt gehabt, denke ich mal, ist ja logisch, also wenn man aus einem christlichen Elternhaus kommt, wo du schon gesagt hast, dass man einfach schon ein bisschen Bezug mehr hat, gerade also in der polnischen Gemeinschaft ist das eher so. Wie war jetzt, dass du ausgerechnet jetzt beim Islam dann nachher gelandet bist? Alhamdulillah, eigentlich hast du die Frage schon gerade beantwortet. Du hast nämlich gesagt, der Christentum befasst sich nicht mit dem Leben. Der Christentum spielt, also im Alten Testament, Neuen Testament, sagt man nicht, wie man betet. Sagt man nicht, wie man das Leben bewältigen kann. Man sagt ja, wie gesagt, es ist leicht, du kommst ins Paradies. Ich habe in einer Spaßgesellschaft gelebt. Ich war ein Teufel mit drei Hörnern. Audubila. Ich bin in die Kirche gegangen, habe geweint, kam wieder raus. Nach 45 Minuten, das hat mir doch nicht für die Woche gereicht. Also ich war sehr, sehr unzufrieden mit dem Christentum. Alhamdulillah. Und als ich die Schahada gesagt habe und Muslim wurde, Alhamdulillah, ich war nicht im Herzen von Nur erfüllt, von Hidayah erfüllt, von Imam erfüllt, also von Glauben, Licht oder Rechtleitung erfüllt. Nein, ich wurde erstmal von der Wahrheit erfüllt. Ich wusste, Islam ist erst die Wahrheit. Und dann, als ich den Koran las, den Hadith las, dann wurde ich langsam vom Licht erfüllt. Alhamdulillah. Islam hat langsam mein Herz erobert. Alhamdulillah. Das geht Stück für Stück. Für die Brüder, die denken, man wird Muslim oder man ist Muslim und man betet und man bekommt die richtige, so eine richtige Ekstase im Gebet von Anfang an, das ist falsch. Das müsst ihr euch verdienen. Meint ihr, wir stehen uns hin und machen Allahu Akbar, Takbir, fangen mit Gebet an und schon sind wir im siebten Himmel? Das müsst ihr euch verdienen. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mit Hingabe verdienen.